So, hallo zusammen und willkommen zurück in meiner Welt. Ja, ich habe beim letzten Mal mich ein wenig befasst mit Mystkraft und den Weltenerschaffern und ich habe mir eine Welt erschafft und ich habe da ein paar mystische Seiten gefunden und ich habe jetzt dann vor, mir eine neue Dimension zu erschaffen, die ganz verrückt ist und ich dann gespannt bin, was denn mich da so erwartet. Ja, das ist hier mein Weltenraum. Ja, das ist die eine Welt. H3 und das wird die... Nee, das ist auch noch eine Zufallswelt. Eigentlich können wir die nochmal nehmen. Wir wollen die ja bearbeiten. Allerdings kenne ich mich damit noch nicht so richtig aus. Und weil das so ist... Ah ne, ich wollte ja noch eine Quarry aufstellen. Eine Quarry wollte ich aufstellen. In der anderen Dimension, um mal zu sehen, was es denn da so gibt. So, Chunkloader brauche ich dafür nämlich noch. Mal sehen, ob wir noch einen haben. Haben wir nicht, bauen wir einen. So, da haben wir ihn schon. Natürlich brauchen wir noch Landmarks. Im Grunde genommen brauchen wir davon nur 3. So, dann haben wir unser Linking Book. Und wir haben unser Bookstand. Wir haben Cobblestone. Notebook. Ja, genau. Und das Notebook ist voll mit Seiten. Genau. Und damit fangen wir jetzt... erstmal besuchen wir die Welt. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein. Dann seht ihr auch gleich die neue Welt. Also die neue Dimension. Die ist hier. Mit dem Rückkehrbuch. Und das muss ich jetzt übrigens schützen, weil ich habe gehört, dass es von Regen kaputt geht. So. So, das muss eigentlich... Ah ja, da können wir natürlich auch noch, weil wir lustig sind. Komischerweise gehen die nicht aus bei Regen. So, okay. Das ist also unsere Welt. Ja... Jetzt ist die Frage, wo stellen wir die Quarry auf? Am besten, wo kein Wasser ist. Denn Wasser stört mich. Hier. Würde ich sagen. Das gefällt mir hier. Genau, hier machen wir das. Hier machen wir das. So. Genau. Und dann platzieren wir die Landmarks. Jetzt haben wir natürlich keine Redstone Torch dabei, macht nichts. Wir sind auf Ebene 69.
So. So, natürlich sind wir hier gerade ein bisschen falsch gelaufen. Ob das so funktioniert. Perfekt. Dann bauen wir die Quarry auf. Zack. Sammeln die Dinger wieder ein. Oh, jetzt wird's dunkel. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich das hier im Dunkeln aufbaue. Okay. Energy Tesseract. Zack. Kraftwerk, gib ihm. Genau, da fängt er schon an. Und den Item Tesseract alles nach Hause schicken. Dankeschön. So. Das ist, also diese Welt ist hier stinknormal, nichts Besonderes bisher gesehen. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, dass hier jede Menge Obsidian-Pillars rumgestanden sind. Die habe ich teilweise schon abgebaut. Alles klar. So, und jetzt wollen wir jetzt muss ich erstmal gucken, wie machen wir das? Wir haben hier den Writing Desk, haben hier unser Notebook. Genau, und können jetzt eigentlich okay, Moment. Moment, wie war das noch? Hier können wir es doch benennen, oder? Dann fangen wir mal an. Ne, machen wir so. Dann ist es halt jetzt gerade nicht sortiert. Das sind meine Seiten, die ich gefunden habe. Und wir fangen an mit H4. Und das nennen wir mal Testwelt 1. Denn das nennen wir Testwelt 2. Können wir später noch umbenennen. 2. Testwelt 1, Testwelt 2. Ja. So, wie war... Ah, halt, wir müssen nochmal zurück. Wir haben vergessen, den... Jetzt macht es natürlich nichts, ne? Warum muss das jetzt so dunkel sein hier? Wo ist meine Quarry? Wo ist meine Quarry? Ich sehe gar nichts. Wo ist meine Quarry? Hier ist meine Quarry. Okay, das Ding stelle ich jetzt auf und zwar ganz geschwind. So, und weg bin ich wieder. Und schon kann er hier abbauen, wie er lustig ist. So, ja, ich brauche noch ein Notebook. Wie ging nochmal ein Notebook? Das können wir nachgucken.
Notebook. Davon brauche ich noch ein paar. So, dann machen wir uns noch ein paar Notebooks. So. Wozu brauche ich die Notebooks? Ganz einfach, weil ich damit meine ganzen Dinger sortieren kann. Zum Beispiel mache ich jetzt so und sage meinetwegen hier, das nenne ich jetzt meinetwegen Biome. Und dann packe ich alle Biome Nether Fortress, wie geil. Zenith, Alter, ich habe sie mir noch gar nicht angeschaut. Da, Forest Biome zum Beispiel. Ich dachte. Ah, ne, genau. Moment. Moment, wie war das noch? Ich brauche, glaube ich, Tinte, ne? Ich glaube, ich brauche noch Tinte. So. Genau, und jetzt nehmen wir zum Beispiel Forest Biome, das kopieren wir. Nee. Packen wir da rein. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wie war denn das noch? Irgendwie ging das. Oder brauche ich Seiten? Vielleicht brauche ich auch Seiten. Ich habe doch hier Seiten gemacht. Da, Blank Pages. So. Dann habe ich hier die Blank Pages. Zack. Geht auch nicht. Wieso? ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, dann mache ich das eben manuell. So, die kommt da rein. Mushroom Island, auch nicht schlecht. Rainbow Ocean Biome, das braucht zum Beispiel keiner, aber haben wir halt. Was? Grascolor, Waterblock, Snowblock, Hellbiom. Sehr gut. Ich glaube, da können wir schon schöne Sachen machen. Was Zenit ist, weil. Ach ja, das ist, glaube ich, irgendwie Sonnenstand oder so. Okay, dann schalten wir um auf Biome. Und packen die da rein. Und schon haben wir Biome in unserem Biome-Notebook. So, dann nennen wir das hier Farben. Und das machen wir dahin. Dann haben wir Farben. Jetzt suchen wir alle Farben raus. Das da, Cyan, Gelb, okay, das scheint schon alles zu sein. Zack, zack. Und dann nennen wir das Notebook, nennen wir. Was haben wir denn da noch alles drin? Moon and Sun. Moon and Sun. So. Zack. Und das heißt, okay, Dark Stars gehört auch zum Moon. Rainbow gehört zum Wetter. Normal Moon. Snowblock. Zenith. Ah ja, Zenith. Das sagt, glaube ich, auch noch, wo die Sonne steht. Also schauen wir noch mal. Bright Lightning. Ja, komm, ist Thema Sonne. Da haben wir noch mal Zenith. Da.
war eins. Haben wir da auch zweimal. So. Grascolor. Ja, egal. So. Jetzt haben wir hier Moon and Sun. So. Gut, jetzt haben wir schon ein paar Kategorien. So, und jetzt würde ich sagen, wie war denn das noch? Descripted Book Testwelt. So, und jetzt können wir da noch eine Seite reinmachen. Ja, nein, vielleicht, nein. Das, wenn ich da jetzt mal anfange, Testwelt 1, ich möchte Grascolor. Wie kann ich denn das noch kopieren? Ging denn das nicht noch irgendwie? War das nicht irgendwie hier, wenn ich jetzt mal das nehme und hier reinpacke? Notebook. Ups. Nee, das ist. Das, so wollte ich das nicht. Ich will eine Kopie machen, das ging doch irgendwie noch. Eine Kopie. Notebook. Ich glaube, so ging das, oder? Pass auf, ich mache jetzt nochmal ein Notebook. Dann packe ich Testfeld 2 da rein. So, Blank Pages, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hoffentlich schaffe ich das noch in dieser Folge, das zu erstellen. Okay, Leather. Descripted Book. Nein. Nein. Notebook. Nein. Es muss eigentlich hier gehen. Da. Genau. Und da müssen wir jetzt reinkopieren. Das geht schon mal nicht. Okay, Notebook. Das ist ja leer. Jetzt kopiere ich zum Beispiel Nether Fortress rein. Wie ging denn das noch? Bookbinder. Da ist nichts drin, da ist alles drin. Ich war mir ziemlich sicher, dass man eine Kopie machen kann.
Und wenn wir das hier reinmachen? Nein. Nein. Was kann ich noch mal mit den Blank Pages machen? Ich weiß es nicht. Scripted Book, okay. Und hier machen wir das. Egal, ich mach's jetzt da einfach rein. Also, wir wollen einmal Nether Fortress. Das war aber nicht beabsichtigt. In was für ein Buch bin ich denn jetzt überhaupt rein? Ah. Als allererstes mache ich hier mal einen Waypoint. Testwelt 1 bin ich jetzt gerade. Okay. Portal. Dann. So, dann muss ich jetzt das Ding aufstellen hier. Ach, vorher muss ich Schutz vor Regen. Wenn das Linking Book kaputt geht, ne, dann ist die Kacke am Dampfen. Welt ist mir schon nicht geheuer. Alter. Sonst ist alles Roger bei dir, ne? Zack. Linking Book, zack. Und jetzt, wo ich schon hier bin, schaue ich mich auch ein wenig um. Das ist doch schon mal nice. Also, das ist tatsächlich. Ist das ein schwarzes Skelett? Nein. Und tschüss. Ja, das ist tatsächlich hier nur eine Insel. Alter. Was sind das für Bäume hier? Aha. Okay. Ja, das ist eine Dimension, die mir überhaupt nicht weiterhilft, aber sie hat auch nur eine Seite.
Und diese Seite war ziemlich nutzlos. Ein bisschen Stuff haben wir noch. Und die Zeit ist auch wieder abgelaufen. Das heißt, wir haben es zumindest geschafft, wenn auch aus Versehen, in eine Dimension zu gelangen innerhalb der Zeit. Oh ja, und beim nächsten Mal weiß ich bestimmt besser, wie ich mir so eine Welt zusammenschustere. Also bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich!